So, und jetzt sind wir beim nächsten Problem, nämlich dem Fersensporn. Ich habe zum Glück noch nie Probleme damit gehabt, aber ganz viele von euch. Ich bin jetzt froh, da der Manu an meiner Seite ist, mein Personal Coach. Okay. Ja, Fersensporn ist, denke ich, ein häufig auftretendes Problem bei Läufern. Ist eine Überlastung meistens der Plantarfaszie oder wenn die Spannung zu groß wird im Wadenbereich. Das heißt, beide Seiten sind interessant für die Läufer, also sowohl die Entspannung oder Detonisierung der Fußsohle als auch die Entspannung oder Detonisierung im Wadenbereich. Und da zeigen wir euch jetzt einfach mal ein paar funktionelle Übungen. Okay, die Mocki zeigt euch gleich die erste Übung, wie man die Plantarfaszie berollt. Und dazu fängt die Mocki an, mit ganz, ganz langsamem Druck die Rolle von hinten nach vorne zu rollen. Ich fange aber hinten an der Ferse. Genau, du fängst hinten an der Ferse an. Und dann stell dir einfach vor, du hast drei Linien in der Mitte, außen und die innere. Und die berollst du relativ langsam, wenn du einen Schmerzpunkt hast den oder einen Schmerzpunkt findest. Ja. Und da dann immer mal wieder auf dem Schmerzpunkt bleiben. Wie lange soll ich das ungefähr machen? Also im besten Fall 2-3 Minuten pro Seite, damit die schön die Spannung rausgeht. Okay. Dann die nächste Übung sieht folgendermaßen aus. Du lässt die Rolle liegen, die Mini-Flow. Und dann stell mal deinen linken Fuß drauf. Ja. Genau. Die nächste Übung ist für die Detonisierung der Wadenmuskulatur. Also ihr solltet hier hinten eine schöne Zugspannung auf der Wadenmuskulatur spüren. Und dann anders auch noch? Und dann im nächsten nimmst du das rechte Bein nach vorne. Genau. Links es leicht an und streckst das hintere Bein durch. Ich spüre schon so eine Dehnung, Also wichtig ist, beide Wadenanteile zu dehnen. Einmal mit gebeugten und einmal mit gestreckten Knie. Und als dritte und letzte Übung zeigen wir euch noch, wie man die Spannung aus der Wade nimmt. Dazu setzt du dich am besten. Genau. Und rollst dann mit einer langsamen Bewegung, ausgehend von der Achillessehne, in Richtung Wadenmuskel. Schön langsam. Und auch da auf den Schmerzpunkten verweilen, wenn du einen Schmerzpunkt findest. Ganz viele. Du kannst auf dem Schmerzpunkt dann auch immer mal wieder die Wade ein- und ausdrehen. Sehr gut. Hörst du schon was? Ja, aber ich könnte sogar noch hier ein bisschen intensiver. Das ist natürlich eine ganz intensive Variante. Kleine Rolle, große Eindringtiefe plus Zusatzdruck vom anderen Bein. Wer es nicht ganz so intensiv möchte, der nimmt vielleicht die größere Rolle, die Slim. Ich probiere das Ganze nochmal mit der Slim Roll aus dem Running Set. Ja, das ist angenehmer. Ja. Und auch da, wenn du einen Schmerzpunkt verspürst, ruhig mal das andere Bein dazu nehmen oder mit ein bisschen Druck auf den Schmerzpunkten verweilen. Ja, super. Mensch, danke Manu. Jetzt haben wir schon mal drei Übungen für den Fersensporn. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Macht einfach mit und dann wird euch schon geholfen.